Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und ich habe echt schon ein schlechtes Gewissen, weil wir das letzte Mal am 20. Mai was geuploadet haben. Ich habe nachgeguckt. Und heute ist der 15. September, wo ich aufnehme. Aber ja, ich muss noch ein bisschen wieder reinkommen, aber wir werden das hier schon hinkriegen. Wir werden das Schiff schon schaukeln. Und ja, ihr wisst ja, ich spiele, wenn ich Lust habe, und Witcher war gerade nicht auf meiner Prioritätenliste die letzten 4 Monate. Aber hey, jetzt geht es auch mal weiter. So. Ja, Hexer sind. Das kriege ich hier noch hin. So, jetzt müssen wir diesem geilen Duft folgen. Und können erstmal hier wieder die Menschen ausrauben und die Umgebung. Ich dachte eben gerade ganz kurz, diese Frau ist hier runtergesprungen. Oh. Können das anzünden. Gut, probieren wir es aus. Geil. Ich hätte nie gedacht, dass du an solche Sachen glaubst. Sehr cool. Ich muss noch einen in die Luft fliegen lassen. Geralt, geh da jetzt hin. Fast romantisch. Und gleich verschwindet er einfach. Nee, der fällt da sogar runter. Oder? Ich fände mal interessant, wenn wir die jetzt suchen würden, ob wir die auf dem Boden irgendwo finden. Ich meine, der fällt da ja zum Beispiel jetzt da hinten auf diese Insel oder was das ist. Der leuchtet da oben aber ein bisschen länger als der, der da schon runterfällt, oder? Na gut, was soll's. Ach, jetzt sehen wir den auch schon gar nicht mehr. Schade. Da hinten fliegt er noch, ey. Und wenn er nicht kommt? Der kommt bestimmt. Keine Sorge. Wie kannst du dir da so sicher sein? Keine Sorge. Ja, genau, natürlich diese Tür hier unten. Vertrau mir. Was habe ich auch anderes erwartet? Leibwache. Nein, ich wollte doch die Bude noch ausräumen. Tut mir leid. Zutritt nur für Künstler der Mandragore. Wir sind Komm, Künstler. Lass uns überlegen, was wir jetzt machen. Diese Stimme, die würde ich überall erkennen. Du musst mich mit jemandem verwechseln. Ich habe 15 Jahre im Palast gedient. Edle Herren, ich würde dich niemals verwechseln. Psst, nicht so laut. Wir sind inkognito hier. Staatsangelegenheiten. Jawohl, gnädige Herren. Wie kann ich dienen? Lass uns rein. Hast du Cecilia Belante gesehen? Wir suchen Cecilia Belante. Hast du sie gesehen? Sie ist in ihrer Garderobe. Mit einem Adligen. Die fühlen sich eindeutig voneinander angezogen. Wie sieht der Mann aus? Groß, breite Schultern, ein schwarzer Bart schaut unter der Maske hervor und er spricht mit irgendeinem Akzent. Das muss er sein. Wir müssen zur Garderobe. Rasch! Jawohl, gnädige Herrin. Ich bringe euch hin. Nein, du bleibst hier. Wenn jemand zu fliehen versucht, hältst du ihn auf. Verstanden. Ach, wie praktisch. Schnell nach oben! Schnell. Ja, Moment. Wir können ja noch ein bisschen was mitgehen lassen. Das müssen wir ausnutzen. Ob wir in die anderen Türen auch mal reingehen können? Verschlossen. Na, wer hätte es gedacht. Können wir wenigstens hier einbrechen? Nein. Voll. Das muss Cecilia sein. Ja, das war's dann wohl mit Cecilia. Kein Puls. Wir kommen zu spät. Ja, hat ihr die Kehle durchgeschnitten. So ein Tier. Zur Tür ist er nicht raus. Das hätte die Wache gesehen. Er könnte hier noch irgendwo sein.
Du musst ihn finden, bevor er noch mehr anrichtet. Ich sage sofort Orianna Bescheid. Sie muss die Soiree sofort beenden. Wir sollten uns nicht trennen. Geralt, ich komme zurecht. Geh du dem Halunken nach. Ich hole Hilfe. Ja, ich gehe dem gleich nach. Ups. Ich wollte hier nur noch mal ein bisschen gucken, was man so mitgehen lassen kann. Das ist noch so ein Schatürchen. Oh. Blutiger Handabdruck. Muss von ihm sein. Ach, meinst du? Er hat die Tür eingerissen und eine Plattform draus gemacht. Nicht dumm. Muss auch ganz schön stark sein. Er muss diese Leiter benutzt haben. Diese Leiter, okay. Dann benutzen wir die doch auch mal. Er könnte noch hier sein. Ich sollte aufpassen. Okay. Ein zerschlagener Spiegel. Jemand ist damit kollidiert und dann zu Boden gegangen. Gut. Erstmal haben wir noch ein bisschen Zeug. Blutflecken. Wow. Diese Scharfsinnigkeit, Geralt. Glieder einer zerrissenen Kette. An der muss das Juwel gehangen haben. Ein Schmuckkästchen. Das Schloss ist kaputt. Vermutlich aufgebrochen. Schade, ich dachte, wir könnten es ausrauben. Also hier ist er schon mal nicht. Sieht kostbar aus. Aber deswegen bin ich nicht hier. Nicht schade. Ein leeres Tintenfass. Umgeworfen. Es zeigt in den Raum. Ein leeres Tintenfass. Nein. Umgeworfen. Es zeigt in den Raum. Oh, doch hier ran. Boah, Geralt. Die Leinwand ist zerschnitten. Da war jemand mit einem Messer dran. Ob da irgendwas Sinnvolles war? Ein reich verziertes Jagdmesser. Damit wurde wohl gekämpft. Oh, mit dem Jagdmesser wurde gekämpft. Mensch, so viel Scharfsinnigkeit heute. Blut am Fensterrahmen. Ob jemand rausgeklettert ist oder rausgefallen? Das sieht auch sehr verdächtig aus hier. Kann ich das jetzt angucken? Da. Der Wandleuchter ist verbogen und blutbeschmiert. Wollte sich da jemand dran festhalten? Gut, da sollten wir jetzt vielleicht nicht runterspringen. Oder vielleicht müssen wir da gleich runterspringen. Aber wir gehen erstmal auf diese Tür zu. Verschlossen. Kein Schlüssel in Sicht. Ja. Springen wir da jetzt doch mal runter? Wir speichern, bevor wir da runterspringen. Ja, okay, oder auch nicht. Haben wir aber alles, oder? Nee, warte mal hier. Ein Edelstein mit einem blutigen Fingerabdruck. Den wollte der Dieb wohl haben. Daneben kleine Kettenglieder. Von einer zerrissenen Halskette vielleicht. Offenbar hat es einen Kampf gegeben. Ah. Das Juwel war wohl in der Schachtel. Der Zintrier wollte es stehlen und ist erwischt worden. Dann gab es eindeutig einen Kampf und einer von beiden ist aus dem Fenster gefallen. Der Sturz muss tödlich gewesen sein. Das Juwel ist noch da, also muss es der Zintrier gewesen sein, der gefallen ist.
Das ist also der Fährtenleser. Ein Hexer, ja? Ja, das ist er. Wir haben die Leiche zusammengefunden. Dann ist er dem Mörder nachgegangen. Dann bin ich hier gelandet und habe nur die Spuren eines Kampfs gefunden. Offenbar hat es sich für den Cintria nun ausgemordet. Schade, dass es für Cecilia zu spät war. Armes Mädchen. Ich habe ihr gesagt, dass sie ihre Männer schlecht auswählt. Aber einen Mörder hätte ich niemals vermutet. Ich alarmiere die Bediensteten. Sie sollen sich um ihre Leiche kümmern. Kommt, setzen wir uns doch. Dann erzähle ich euch alles ganz genau. Was ist das denn für eine? Ob die den Durchblick hat? Natürlich die Raben. Ich hatte ihn auf frischer Tat beim Stehlen ertappt. Er durchwühlte meine Sachen. Was hast du getan? Die Wache gerufen? Dazu hatte ich keine Zeit. Ich wollte nicht, dass er flieht. Er stand mit dem Rücken zu mir, also habe ich ihn angegriffen. Er schlug sich den Kopf an einen Bilderrahmen, als wir kämpften. Er blutete, war benommen. Und dann zog er ein Messer. Dann ging alles ganz schnell. Ich schlug ihm die Waffe aus der Hand und schubste ihn. Stark. Er... fiel aus dem Fenster. Genau. Das ist aber irgendwie komisch, weil sie hat gesagt, der Dieb schlug sich den Kopf am Bilderrahmen. Aber am Bilderrahmen, der war aufgeschnitten. Es war leichtsinnig, ihn anzugreifen. Es ist nicht wirklich klug, sich mit einem bewaffneten Dieb anzulegen. Warum? Weil ich eine Frau bin? Ein Kleid und keine Rüstung trage? Ich kann sehr gut auf mich aufpassen. Eine Haarnadel sieht vielleicht wie ein Schmuckstück aus. Aber im Auge ist sie so wirkungsvoll wie eine Klinge. Wow, was für eine Frau. Ich glaube, der Mann wollte dich ausrauben, als du ins Zimmer kamst. Ach. Ja, er stand vor meinem Frisiertisch und hat meinen Schmuck durchwühlt. Um das zu suchen, nehme ich an. Das habe ich beim Suchen entdeckt. Das ist ja das Herz von Toussaint. Oriana, wo hast du das her? Ich habe es gekauft. Vor vielen Jahren. Von einer jungen Frau. Okay, sie hat es gekauft. Warum ist dieses Juwel so wichtig? Das Juwel scheint wichtig zu sein. Warum? Das Herz ist ein Erbstück. Es gehörte viele Jahre meiner Familie. Dann war es verschwunden. Ich hätte nie gedacht, dass es wieder auftaucht. Jemand wollte es unbedingt finden. Der Dieb hat seine Werkzeugtasche zurückgelassen. Dort habe ich diese Zeichnung gefunden. Seht. Wow. Das Herz von Toussaint. Die Zeichnung ist sehr genau. Der Cintria hatte einen Auftrag. Er wusste genau, wonach er suchen sollte. Also suchen wir nicht ihn, sondern seinen Auftraggeber. Wird ja immer besser. Ist das der einzige Hinweis, den wir gefunden haben? Ich habe noch die Waffe gefunden, mit der er Oriana angegriffen hat. Ein Jagdmesser zum Häuten von Wild. Am Heft ist ein Emblem. Dieses Wappen benutzen die Herren von Dun Tin. Der derzeitige Burgherr ist ein begeisterter Jäger. Vielleicht unsere nächste Spur? Dun Tin, was ist das? Dun Tin, ich erinnere mich. War vor einigen Jahren eine verlassene Ruine. Vor kurzem ist Roderick, der letzte Erbe der Familie, zum Familiensitz zurückgekehrt und hat die Burg wieder aufgebaut. Weißt du mehr über diesen Roderick? Sein Großvater war ein Berater von Königin Ardemata. Die Familie hat diese Ländereien für seine Dienste erhalten. Roderick lebt sehr zurückgezogen. Er meidet Gesellschaften und gibt sich lieber mit einer kleinen Gruppe von Rittern ab. Obwohl der Begriff nicht ganz zutrifft, da sie eher Vandalen sind, mit einem Wappen auf dem Schild. Sehr verdächtig. Ich muss mich umsehen und sehen, was ich finde. Oriana, ich hoffe, dass du alles, was wir besprechen, für dich behältst. Ich verlasse mich drauf. Wenn bekannt wird, dass sein Juwelendiebstahl gescheitert ist,
könnte sein Auftraggeber untertauchen. Wir müssen vorsichtig sein. Diskretion ist uns allen wichtig. Ich frage nicht, worum es hier geht, erwarte aber, nicht mehr damit belästigt zu werden. Von niemandem. Verzeihung, Madame Oriana. Durfte ich was sagen? Entschuldigt mich bitte. Okay. Was hältst du von Oriana? Oriana, was hältst du von ihr? Es gibt nur wenige, bei denen ich mich unwohl fühle. Aber in ihrer Nähe spüre ich Furcht, Unbehagen. An der Zeichnung kommt mir was bekannt vor. Die Zeichnung. Sie ist auf demselben Papier wie die Namen der Opfer. Auch mit derselben Tinte gezeichnet. Scheint das Werk unserer Erpresser zu sein. Die nicht nur hinter den Morden des Biests stecken, sondern auch den Sangreal gestohlen haben und das Herz von Toussaint haben wollten. Der Wein, das Juwel, beides hängt mit dir zusammen. Untrennbar. Ein Zufall? Das will ich einfach nicht glauben. Eins bereitet mir dabei Sorgen, dass am Ende dieses Plans ein Mordanschlag auf dich stehen könnte. Es könnte auch ganz was anderes sein. Jetzt geht's los. Ja, sagst du uns das bitte mal? Lauf nicht weg! Meine Schwester Sienna könnte hinter der Verschwörung stecken. Sie hat den Hof verlassen, als wir Kinder waren. Meine Eltern verbannten sie aus dem Herzogtum. Seitdem habe ich sie nicht gesehen. Warum wurde sie verbannt? Was hat deine Schwester getan, dass sie verbannt wurde? Sienna war verflucht. Hatten die Eltern Streit mit einem Magier? Nein. Sie wurde zu einem unglücklichen Zeitpunkt geboren. Angeblich lastet auf ihr der Fluch der schwarzen Sonne. Geralt, stimmt das? Kann jemand böse sein, weil er während der falschen Mondphase geboren wurde? Könnte sein. Aber es kann auch sein, dass er von Geburt an wie ein Aussätziger behandelt wurde. Abgesondert, weggestoßen, geächtet. Sienna hatte es wohl nicht leicht. Sie war wütend auf die ganze Welt. Sie hat sich minderwertig gefühlt, verletzt und alles hinter Selbstvertrauen und Arroganz versteckt. Sie konnte so grausam sein. Ich erinnere mich an einen Vorfall. Sie redete Cédric de Coulbert ein, die Zukunft in ihren Träumen sehen zu können. Wir waren Kinder und Cédrics Bruder war in mich verliebt. Das harmlose Verliebtsein von Kindern. Sienna wusste davon. Deshalb hat sie Cédric von einem ihrer Träume erzählt. Dass er sterben würde. Durch die Hand seines Bruders. Cédric stahl das Schwert seines Vaters und tötete seinen Bruder. Sie zerstörte 2 Leben mit einem Streich. Cédric trauert bis heute. Was für eine Hexe. Schließlich verbannten sie sie aus dem Palast. Vor über 10 Jahren. Ich vermisse sie schrecklich. Denkst du, sie hat damit zu tun? Du denkst, deine Schwester könnte damit zu tun haben? Warum? Weißt du, sie war schon immer besitzergreifend und eifersüchtig auf alles, was ich hatte und sie nicht. Rivalität. Das ist doch normal unter Schwestern. Stimmt. Vermutlich habe ich so viel ausgeteilt, wie ich eingesteckt habe. Manchmal vermisse ich das richtig. Der Wein, dieser Diebstahl, war der erste Hinweis. Das sieht ihr ähnlich. Sie hat mir immer meine Spielsachen gestohlen. Aber sicher war ich mir erst, als ich das Herz von Toussaint gesehen habe. Sienna hat es von Vater geschenkt bekommen, als meine Eltern sie noch für ein ungezogenes, kleines Mädchen hielten. Jemand wollte meinen Wein. Dann sollte unser Familienjuwel gestohlen werden. Oder eher zurückgeholt? Das ist meine Schwester, ganz sicher. Eine gefallene Prinzessin, die sich ihre Wünsche erfüllt, verlorenen Luxus wünscht. Könnte sein. Deine Mission hat sich geändert. Geh nach Duntin und finde Sienna, so sie sich dort aufhält. Egal, was sie getan hat, ihr darf nichts geschehen, in welcher Form auch immer. Dafür musst du Sorge tragen.
Wie sollen wir das denn machen? Gut, wir werden in der nächsten Folge damit zu tun haben. Und dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.